Und ich bin auch schon wieder da. So, was machen wir denn da am besten? Es war eigentlich schade, das darauf zu setzen, aber es muss klappen. Vielleicht trifft das ja auch so stark. Slash, wow. Ach du grüne, what the fuck meinte ich? Und tschüss. Wow, der geht wie der Endgegner weg. Sehr interessant. Thomas müsste eigentlich noch genug haben, um zumindest ein paar Angriffe zu überleben. Ist das Slash Ball ist wirklich, wirklich böse gewesen. Ich hoffe, das kann er nicht nochmal. Das sieht dann etwas weniger gut. Scheint aber dafür alles an Trab zu brechen. Nee, doch nicht gut. Naja, vermutlich dauert der Bosskampf ewig ja nicht so lange, aber dass der so viel Schaden raushaut, hätte ich nie erwartet. Besonders nicht auf alle. Ist doch ein bisschen brutal, der Boss. Aber nur ein bisschen. Dürfte aber auch bald hinüber sein. Weil diesmal sind wir zu dritt und nicht nur zu zweit. Dice! Spüre die Macht von D-Cypher und erblasse vor dessen Macht. Lauf zitternd weg. Krümme dich in einer Ecke zusammen und schärfe deine Waffe. Oder zerstücke deine Waffe, weil du brauchst die nie wieder gebrauchen. Weil du solche Angst vor D-Cyphers Macht hast, dass du dich in die Ecke vergrößt. So, gut, dass das geklärt ist. Nein, du machst diesmal was anderes. Weil so langsam geht mir die Heilung doch etwas zu wenig aus. So, und Game Over. Oder? Doch noch nicht. Gut. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr mit Zinderslash angreifen. Gut, können wir hier nicht benutzen. Dann so schnell wie möglich den anderen kaputt machen. Ich habe keinen Bock in sein Slash Olvia reinzulaufen, weil der ist brutal. Gut, diesmal hat er einen einfachen gemacht. Was auch sehr praktisch ist, weil Slash All doch etwas brutal ist. So, weg mit dir. Schade, dass das nicht wie in den Einbruchs bei Final Fantasy 13 wirkt, dass man jeden Gegner, den man tötet, bei ihm ein bisschen HP abzieht. Aber da gibt es ja leider nur einen. Diesen komischen Helikopter, wo man seine Geschütze und so zerstört. Und dann verliert er 250.000 Lebenspunkte. Hört sich viel an, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier benutzen sollte. Nicht. Ich wäre lieber ab. Jedenfalls habe ich noch Potions. Dice. Es hat geklappt.
Gut, und wir haben noch 4 Minuten, um weiter aufzunehmen. Poison Claude, das ist vermutlich viel. Und Poison Neil. So, und wir schauen uns hier jetzt mal ein bisschen um. Da drüben geht es auf jeden Fall dann lang. Ich denke jetzt einfach mal auch, dass wir da lang müssen. Wir haben auf jeden Fall jetzt irgendwo via Wasser aufgelöst. Frage ist jetzt allerdings, wo? Und es wäre schön, wenn ich demnächst wieder zum Heilen komme. Ich will dann nicht weiter, da ist ein Gegner. Hier vorne vermutlich auch, ja. So. Auf der anderen Seite war nichts, oder? Nee. Gut, dann schauen wir noch mal hier, ob es vielleicht dann hier wäre. So, da komme ich. Stimmt, hier war doch vorher noch der Fluss, also. Werde ich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. So, und da bin ich wieder. Ich habe mal eben den Gegner platt gemacht. Und wir schauen jetzt einfach mal, was hier hinten ist. Eine Fledermaus. Eine Treppe, wo ich eh hätte runtergehen müssen. Und ein Tunnel. Und noch mehr Kisten. Hat dieser Dungeon überhaupt mal ein Ende? Gia Village, yes. Eine neue Stadt, da ist ein. Da geht's noch weiter. Hm. Das könnte. Nein. Könnte es nicht. Ich werde nämlich jetzt nicht in dieses Loch einspringen, um zu gucken, was da drin ist. Oder vielleicht doch. Sind ziemlich viele Löcher, muss ich zugeben. Ich habe keinen blassen Schirm, ob man da runterspringen kann oder nicht. Weapons. Hm. Treasure Room. Dann gehen wir vielleicht doch mal nochmal nach oben und schauen mal, was auf den anderen steht. Schießt wie den. Nein. Die Teams. Church. Und das haben wir gesucht. Wir werden jetzt hier einfach mal speichern und ich sag daher bis morgen.